Hallo, Me. Guten Tag. Hey, Me. Wie geht's dir? Alles klar? Sag mal, du kommst da... Was? Du wurdest im Alter von 6 Monaten aus Korea adoptiert? Ich habe gehört, du wurdest auf den Stufen eines Rathauses gefunden. Stimmt das, Me? Und dann in Deutschland auf dem Frankfurter Flughafen, da haben dich deine Adoptiveltern zum ersten Mal gesehen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Me, du warst aber ein Wonneproppen. Was? Das warst gar nicht du? Du kamst beinahe in die falsche Familie? Wie lustig. Sag mal, Me, fragst du dich nicht, wer deine leiblichen Eltern sind? Vielleicht waren deine Eltern reiche, adlige Leute und du wärst nun eine stolze Prinzessin. Wohl eher eine dicke Prinzessin. Auf einem Pony? Ha, auf einem klapprigen Gaul. Vielleicht waren deine Eltern ja auch erfolglose Landwirte. Für Kresse. Oder nordkoreanische Spione. Oder, Oder Aliens. Ja, wer nicht weiß, wo er herkommt, kann nicht wissen, wer er ist. Nun ja, es hätte ja auch sein können... Dass du die Wiedervereinigung Koreas herbeigeführt hättest. Auf einem riesigen Pinguin reiten. Als lebende Märtyrerin wärst in die Geschichte eingegangen. Möglicherweise sogar ohne Pinguin. Aber was kümmern dich die Leute? Nähe und so, das war doch schon immer dein Problem. Man sagt, dass ein Kind in den ersten Momenten seines Lebens auf seine Eltern konditioniert wird. In deinem Fall war da aber nichts. Keine Mutter-Kind-Bindung, keine Zärtlichkeit, kein Urvertrauen, keine Sozialisierung. Keine Gefühle. Einfach bemitleidenswert. Wer weiß, was in China aus dir geworden wäre. Korea. Ist doch egal. Du hättest im koreanischen Arbeitsamt arbeiten können. Als Android-ähnliche Angestellte. Oder als Kartenlesautomat. Gute Voraussetzung für einen Serienmörder. Das wäre nicht der erste. Die meisten Mörder hatten eine schwere Kindheit. Das könnte passen. Hast du nicht manchmal das Gefühl, zu kurz zu kommen? Dir fällt es doch so schwer, anderen was zu gönnen. Selbst wenn es sich um einen guten Freund handelt. Harmoniebedürftig und gleichzeitig extrem launisch. Unfair, deinen Nächsten gegenüber. Du bist voller Widersprüche, weil dich eben keiner wollte. Naja, vermutlich wärst du in Korea nach einem armseligen Leben auf der Straße auch schon längst tot. Oder kurz nach der Geburt ertränkt worden. Kannst froh sein, dass du nicht gleich als Fötus irgendwo in den Klinikmüll geschmissen worden bist. Mädchen sind da doch nichts wert. Ein sehr einsames Leben. Ein einsamer Tod. Irgendwo einsam auf einer Wolke. Einer sehr kleinen Regenwolke. Würdest du nun umherschweben, ohne jemals wirklich ein Heim oder eine Herkunft gehabt zu haben? So wirst du niemals erfahren, wo deine Wurzeln sind. Du dummes kleines Ding. Du kennst nicht mal dein wirkliches Wurzeln. Oder Vorerkrankungen, Erbkrankheiten. Wurzeln, ja. Die sind halt keine für dich. Einfach ein Impfpass, den normale Leute haben. Und Wurzeln bleibt sie immer da. Du hast doch von Anfang an die Enttäuschung. Und immer diese Fotos, von dir hat keiner gemacht. Ruhe! Ist gut jetzt! Es ist doch echt egal, woher man kommt oder aus welchen Verhältnissen. Das einzig Wichtige ist doch, worin man seine Heimat findet. Egal, ob es in einem Land, einem Menschen... einem Moment oder in einem Stein ist. Stein? Ja, Stein. Und jetzt ist Schluss.